Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon Schild nach einer etwas längeren Folge und einem sehr, sehr hart umkämpften Sieg mit dem zweiten Orden ausgestattet. Geht's heute weiter hier auf unserer Reise. Ja, Präsident Rose erwartet dich bereits. Du bist im Restaurant Weltflucht hier in Kiel. Hast du deine Liga-Karte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Falls ich wissen würde, wie er aussieht. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Begibt sich daher unverzüglich zum Restaurant. Ja, das ist hier direkt hier nebenan. Und dann können wir hoffentlich bald endlich weitermachen hier. Mit unserer Reise, wie gesagt, wir kriegen jetzt ganz, ganz schnell oder ganz demnächst unser nächstes Teammitglied. Das ist nicht mehr so lange. Warte mal. So. Ja. Nein, so läuft es nicht. Scheiße. Ah! Ich habe genauso schlechte Orientierung wie die hier. So, andere Seite war's. So, den haben wir jetzt ausgelassen, die Arena. Wie gesagt, da kann man nicht weiterkommen. Sorry. So, hier ist es tatsächlich. Zu viel, ja, quasi wie man. Gut, machen wir das doch. Gehen wir da mal rein. Gucken wir mal. Und da stehen Zanya, Rose und Olivia. Ha, komm, lass uns dann Sieg gebühren feiern. Ach was, ich hatte also Eier eingeladen. Oh, ihr kennt euch. Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. So. Kiel ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Da lege ich euch ans Herz, an den lokalen Küche zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich ganz alles gut. Ich bin zum Professor Magnolika. Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschscheine wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch zu Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mich sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So besitzen wir sie. Ein Energiequellendetektor? Dass sie die Geräte, bei denen es erstmal möglich würde, Energiequellen aufzuspüren. In anderen Worten, also Orte, an denen dank eines höheren Aufkommens von Galapartikeln Pokémon dünner maximiert werden können. Ja, wie der Naturzone zum Beispiel, mit den ganzen Nestern, mit den roten Lichtern und alles um und dran. Aber dass den Professor Magnolika so frustriert ist, das höre ich nicht gerne. Ich würde alles tun, um mir zu helfen. Sonja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Cross City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Zanya Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie meinen Drängen, Rose. Aber ihr nächster Team wartet. Schon? Aber ich hatte noch gar keine Möglichkeit, mit Kev zu sprechen. Na gut. So bedauere ich jetzt, es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. So, ja, dann können wir jetzt tatsächlich weitermachen. Also ich weiß ja, dass sie gut, ist gut mit dem Land, aber diese Scheißkammer kriegt noch viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte von meiner Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserort erkämpft hast. Glückwunsch. Kennst du besiegen, ist kein Kinderspiel. Ja, das haben wir gemerkt. Definitiv. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Oh, das ist die TM-79 Heimzahlung. Diese Attacke ist doppelt so stark, wenn das in der vorherigen Runde ein Pokémon besiegt wurde. Kind und ich so gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Das ist die Tage-Arena-Challenge. So, wunderbar. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabo besiegen, den Arena-Leiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena-Leiter Kabo für dich. Leg nämlich gerade in der Kala-Mine 2 als Sondertraining ein. Wenn Kabo nicht in seinem Stadion ist, zieht und das erste nicht nach Engine City. Oh, schauen wir nicht einfach mal der Galamine 2 vorbei. Sondertraining ist genau mein Ding. Ja, meins auch. Wie gesagt, da finden wir unser nächstes Teammitglied. Das wird auch nicht ganz einfach zu fangen sein. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Weil es sehr flüchtig ist. Ich hoffe es, dass wir es tatsächlich auch kriegen, dass wir schnell genug sind. Das zu kriegen. Und wir verlassen jetzt Kirchen erstmal und machen es jetzt Richtung Galamine 2 auf. Und die erreichen wir schon relativ schnell. Und ich hoffe, dass wir jetzt schnell unser Teammitglied finden. Hier ist es gerade nicht dabei. Es sollte aber hier oben auf dem Boden rumfleuchten.
dass so ein Tanner da ins Bett ist. Du schon wieder. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich anmeldest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Ich zeig dir gleich, Schwächling. Also, los geht's. Wir fordern jetzt den, die oder das, wie auch immer, Bettis heraus. Und Bettis hat sein Team ein bisschen aufgestockt. Jetzt hat jetzt ein weiteres Pokémon im Team. Welches das ist, weiß, sage ich euch gleich. Wir wechseln mal kurz, weil wir haben den Vorteil, dass die Psycho- oder eher Psycho-Pokémon ist. Ist ja immer sie, weil für mich ist es blöd. Also Unlicht-Pokémon ein. Wir haben ja eins, das ist das Gute. Und wir haben ja Skookaboo. Da muss man eigentlich relativ weit kommen. Monizito ist schon mal weg. Kein Volltreffer, perfekt. Wunderbar. Schön, Monizito. So. Was? Alter Fortschritt hast du wohl gemacht, aber du wirkst ein Tag. So. Weiter geht's mit Molly Morba. Also, es ist nicht ganz das ist nicht so ohne. Definitiv. Es ist gut, dieses Pokémon. So, wir gehen jetzt Felsgrab ein und selbst so unsere Initiative. Ich freue mich darüber, ne? Ja, wir setzen doch nochmal einen. Klar, wir müssen ja gleich tauschen, auf jeden Fall. Das können wir nicht machen. Ja, aber die Mama ist schon mal weg. Also, die Initiative doppelt gesenkt wurde. Das heißt, wir sind auf jeden Fall langsam an. Das ist ihr nächstes Pokémon, oder dein nächstes Pokémon, wollt ihr Level 24? Ich dachte schon, dass wir die Arena, dass wir mit der nächsten Arena unsere Entwicklung bekommen. So, wir lernen jetzt eine neue Form des Pokémon kennen, was wir eigentlich aus der ersten Generation kennen. Weil jetzt wird Ponyta eingesetzt und Ponyta hat eine Gala-Form und ich finde, die sieht richtig klasse aus. Ein Einhorn. Und ja. Wer ist er vom Typ Psycho? Das kann ich euch schon mal sagen, auch die Weiterentwicklung sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Scheiße. Aber wir fehlen Brise. Okay, das geht. Ja. Das ist. Scheiße, das ist Psycho, nicht Fee, ne? Aber mit dem Fee, mit der Fee, mit dem Fee hätte ich es nur noch nicht verschlagen können. Aber wir hauen es mit Biss auch schon ziemlich runter. Ja, ich finde tatsächlich diese Form tatsächlich besser. Es ist wie gesagt eigentlich Typ Psycho und nicht Feuer, wie es in der ersten Generation ist. Und auch nicht Typ P. Das ist Psycho. So. Gut. Das ist dann tatsächlich doch relativ schneller weg, als ich dachte. Und das nächste Pokémon, was sie hat, ist Primova. Entschuldigung. Das wird auch etwas passieren übrigens. Das wird etwas passieren, wenn ich da mal. Sage Vorahnung. So, wenn ich jetzt Glück habe, müsste es eigentlich. Mit Raffas. Okay, das ist neutral wieder. So, und damit müsste Skookaboo einmal durchgearbeitet haben. Und das war Nummer 4 und Bettis ist damit besiegt. Sehr schön. So, wunderbar, okay. Ach, du hast ja ein bisschen Mühe gegeben. Also dachte ich mir, das lasse ich dich mal gewinnen. Ja, genau. Das ist wirklich ansehen, dass du verloren hast. Dass du Socken gekriegt hast. Na schön, ich korrigiere. Als Schwächling bist du nicht. Alter, für einen Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Die Liga-Karte von ihm, okay. So, jetzt habe ich wirklich Wichtiges zu tun. Mal sehen, wo kann ich als nächstes auf die Jagd auf Fundstern gehen? Wir werden ihn wieder sehen. Sehr bald. So. Okay, da muss ich mein Team mal heilen. Ich wollte gerade sagen, ich muss es heilen, ja. Ich muss dringend neue Supertränke kaufen. Ich habe nicht mehr viele. Also ich habe gar keine Supertränke mehr, sondern nur reine Tränke. So, wir wollen es ja in der Arena tatsächlich. Wir sind ja nicht in der Arena, sondern.
in der Höhle hier tatsächlich mal so ziemlich gefangen. Den Bunker habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich das nehmen soll. Das ist ein Kampfgiftbunker. Aber nein, wir werden es nicht nehmen. Es war wirklich eine lange Überlegung. Auch im ersten Versuch wollte ich es tatsächlich nicht nehmen. Aber wie gesagt, das werden wir nicht jetzt machen. So. Pokémon bewegt. Warte mal. Doch, das geht rein. Nee, warte mal, wo war das? Setz mal. Voldi ein. Ich muss jetzt hoffen, dass es hier relativ schnell zu finden ist. Hotrod und. Ach, wie heißt das? Ich muss gerade gucken. Erstes Pokémon. Schau dir das. Ist ein weißer Pokémon, wird dann zu einem Wasserboden-Pokémon am Ende. Auch nicht schlecht eigentlich. Ich habe hier weit im ersten Durchgang gespielt. Leider. Scheiße! Da war ein Pokémon, was ich gerne gehabt hätte. Ich sag ja, dieses Pokémon, was gerade abgehauen ist, das wird unser nächstes Teammitglied. Jetzt muss ich nur hoffen, dass, dass ich schnell genug bin beim Hinterherlaufen. Und hier diese Pokébälle übrigens, das sind Pokémon. Das sind Flunschlick. Wasserboden-Pokémon. Ja, war schnell genug. Komm, das passt nur vom Typ her. Ein Reißlauf. Das wird uns jetzt im nächsten Sinn geben. Ist tatsächlich dann unser Wasser-Pokémon. Das ist ein Wasserkäfer-Pokémon. Kriegst du einen Pokémon gefangen? Weil mit der Weiterentwicklung von ihm haben wir tatsächlich. Haben wir schon mal und mehrmals herumgeschlagen und dann dachte ich mir irgendwann, das Pokémon nimmst du dann auch mal ins Team. So, wir werden jetzt mal Bannung rein. So, so Bannung rein, genau, es ist schon Wassertyp. Aber durch die Paralyse sollte es doch einfacher sein, das Pokémon zu fangen. Nein, jetzt ist, sagt nö, ist nicht. Ich lass mich nicht von dir fangen. Dann müssen wir es also noch ein bisschen weiter schwächen. Das ist Level 20. Leck mich doch am Sack, du hast tatsächlich mit deiner Festfähigkeit ab. Oh, ich hätte es gern gehabt. Scheiße. Ja, war mir klar, dass es nicht mehr genug ist. Scheiße! Das war zu schnell für mich. Das war ein bisschen zu schnell für mich, das Pokémon. Scheiße! Hätte ich jetzt keinen gehabt. Hätte ich mich heilen können noch schnell. Jetzt müssen wir mal wieder. Jetzt müssen wir gucken. Da bist du. Jetzt sag mal, was ist das für der Tor? Ach nee, hab ich nicht gesehen. Es wird wahrscheinlich nicht einfach sein, zu fangen. Wir werden es auf jeden Fall in dieser Folge machen, werden uns auch die Galamine ein bisschen angucken. Aber erstmal möglich will, ist die Hauptaufgabe erstmal dieses Pokémon hier anzukriegen. Und wir ziehen mit einem Wasser-Pokémon auf die zu aufzustocken. Ist drin. Ja, nochmal, komm. Jetzt ist das Überleben und ich muss ein Glück haben. Ja, es überlebt. Und das wieder mit deiner Scheißfähigkeit. Na super. Na super. Ich will dich doch nur fangen. Ich will dich doch nur fangen. Ja, ich will kein Talent haben. Ich will. Ich komme zu viel mit dem Thema. Wir kriegen tatsächlich. So. Das war ein nächster Versuch. Das ist es halt, ne? Das ist nicht einfach. Nicht einfach.
nicht gucken. So, dann füllen wir das aus. Du haust dort wieder ab. Das ist doch, ich sag ja, das ist es halt. Es ist tricky, definitiv. Es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis ich hier irgendwie mal mein Team. Bis ich hier dieses Pokémon gefangen habe oder mal aufgespielt habe. Kommst du wieder auf? Das dauert jetzt natürlich alles eine Weile. Ich bin doch schon fast. Also, ich finde das Thema, wir kriegen die, die Dings noch zu Ende. Scheinbar dann nicht. Dann versuche ich das nochmal zu fangen. Ich mache es auf 5 Minütchen und dann, wenn es dann nicht drin ist, dann suchen wir uns in der nächsten Folge nochmal. Oder beziehungsweise ich mache es. Ja, doch, dann suchen wir uns in der nächsten Folge nochmal neu. Dann machen wir die wieder, dann nehme ich mich dann. Hey, ja, es ist. Es verschwindet jedes Mal. Du musst halt schnell so schnell sein. Wenn man das jetzt so gemerkt hat. Ich befinde, das ist das Problem, oder? Das ist wirklich mal diesen Punkt. Da musst du höllisch Glück haben. Nein! Oh, leck mich doch! Bleib doch mal da! Mit deiner Scheißfähigkeit hast du echt Glück, dass du da mal weit wegkommst. Nee, hab. Das ist zum Kotzen gerade. Dass ich das Pokémon nicht kriege. Ich dachte, müssen wir suchen. Ah. Hm, was heißt? Ach, Talatora. Okay, Vitora. Talatora ist die Weiterentwicklung. Ist die Weiterentwicklung. Ein sehr flüchtiges Pokémon, definitiv. Ich hatte aber nicht erwartet, dass es das tatsächlich im Kampf einsetzt. Wenn ich es einmal kriege, ist es okay. Ich müsste es jetzt tatsächlich suchen. Ach, jetzt bin ich schon wieder als du. Ich will es unbedingt haben. Ansonsten muss ich umdisponieren.
wäre natürlich für mich schlecht. Aber ich weiß ja nicht, wie ich komme, aber ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Jetzt ist. Oh, dann gibt es doch einen scheiß Volltreffer, ne? Das ist so kurz. Das ist doch ein Volltreffer dann am Ende. Weg hier. Nein! Genau in dem Moment, ich muss da rumlaufen, um die anderen beiden Heinis. Das ist es halt. Die sind extrem flüchtig, die beiden. Und genau in dem Moment verliere ich mir Zeit. Genau da verliere ich momentan die Zeit. Also ich muss, wie gesagt, jetzt gleich mal Feierabend machen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der... Dann... Ein Versuch versetze ich jetzt noch. So, da ist es. Ja, aber... Die Frage ist, ob ich kriege. So, Level 24 ist es. Die Frage ist, ob ich es fangen kann. Warum Pokémon mit Horrorblick? Das ist das Problem. Ich krieg's sonst nicht. Ja, und jetzt gehen wir den auf den Sack. Jetzt kommst du mir noch hinterher gerannt. Ich habe kein Pokémon. Ich habe kein Pokémon mit der Fähigkeit Wegsperre oder so. Oder Horrorblick oder so. Direkt beim ersten Versuch. Ich muss dieses Pokémon haben. Und ich will es haben, sagen wir es mal so. Geh weg, nerv mich nicht. Verschwinde. Na gut, dann müssen wir es halt tatsächlich in der nächsten Folge probieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schild und dann versuchen wir dieses flüchtige Reißlaus doch zu fangen. Bis dahin und tschüss.